Was haben die denn jetzt veranstaltet hier? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Was steht denn da jetzt vor meinem Auto rum? Ich habe heute leider keine Uhr mit, deswegen müsste ich Sie fragen, wie lange geht denn die Woche noch? 30. 33. Okay. Ja. Okay. Jo, bis dann erstmal. Ich glaub, jetzt habe ich den Haferpalm in Lucha gekauft. Ja, wie viel hast du gekriegt? 120.000. Ah, also, lohnt sich doch, oder? Den ganzen Anhänger, ja, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ja. Gut, an dich auch noch die Info, gell? Kredite können auch gegeben werden. 20% vom Gebäude- und Fahrzeugwert. Ja, da müsste ich mir auch mal überlegen, weil ein Big M wäre eigentlich ganz praktisch. Ja. Und 10% sind die Zinsen. Das heißt, du musst 110% von. Also insgesamt 110% musst du zurückzahlen. Ah, okay, 10% mehr muss ich zurückzahlen. Ja. Okay, ja. Jo. Gut. Gut. Bis dann. Dann tschüss. Tschüss. Wie? Herr Schneider! Au! Oh. Alter, was haben Sie denn hier? Wo ist denn der Herr Schneider? Ja, unser Peter, lass ihn. Volker? Ja, passt ja schon. Okay. Herr Schneider? Ja? Sie haben noch kein Taxiunternehmen. Sie sind durch die Prüfung gefallen. Ja, ich nehme ja noch keine Leute mit. Ich habe ja nur erst das Auto gekauft. Das hoffe ich für Sie, weil sonst kriegen Sie hier Probleme, gell? Ja, okay. Das ist nicht Leute nur so privat mitnehmen, so wenn so ein guter Kollege so an der Straße steht und der wartet so ganz... Lassen Sie sich nicht von der Polizei erwischen, sage ich da nur. Polente. Tschüss. Moment, warten Sie noch kurz. Ich will mal gerade noch ein Foto machen. Ein Foto ist so eine gute Idee. Gut, also viel Spaß, gell? Moment, schnell ein Foto! So. Ich hoffe mal, er wird nicht erwischt. Was? Kannst du mir mal kurz sagen, ob das stimmt? Irgendwie zeigt mein Taschenrechner eine ganz komische Zahl an. Wegen was? Wegen meinem Feld. Was hast du für ein Feld? Steuern. Das kostet 276.200. 276.200, ja. Ja, und dafür brauche ich mal die Steuern. Bei mir zeigt mir irgendwie sehr wenig an. Kommt mir ein bisschen suspekt vor, weißt du? Hinten eine Null wegmachen. Wie hinten eine Null wegmachen? Da ist ja gar keine. Na, vom Preis, Gesamtpreis eine Null weg, dann hast du 10%. Was sind 27.000? 600. 600. Was denn das? Das sind die Steuern. Ah, tipptopp. Das kam mir so wenig vor. Und theoretisch wäre es noch der Gewinn. Also, das wären die Steuern. Selber mich voran zahlen. Na eben, deshalb sage ich ja. Ja. Also okay. Wenn du hinten eine Null wegmachst und dann mal zwei, dann hast du Steuern plus Gewinn. Also, ja, das ist nicht... Oh, danke für den Tipp. Jo, Mathematik für Anfänger. Ja, ich hab früher die Schule abgebrochen. Ne, das glaube ich dir. Also, tschüss. Ja, Bauhof halt, ne? Ciao. Ja. Ciao. Haben die hier die Paletten auf der Straße abgestellt? Gibt's ja nicht. So. Dann fahre ich mal zum Feld, zum Wald, ne? Ich müsste ein bisschen Geld verdienen. Am besten so schnell wie möglich.
Vielleicht verkaufe ich auch ein bisschen Hackschnitzel. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Gestern war der Preis bei 128 oder 126 Euro für 1000 Liter. Da hinten dran ist halt schon eine ganze Hausnummer. Das wiegt ein bisschen was. So, jetzt sind wir oben. Oder mal. Hallo? Hallo, hier ist Herr Richter. Hallo, Herr Richter. Herr Varuna, ich wollte mal kurz nachfragen, wie es. Weil mir ist hier schon was zu Ohren gekommen, dass der Herr Stromberger, der Herr Fabian Stromberger, einfach bei dem Gemeindefest den Job bei der Polizei angeboten hat. Ja, das ist korrekt. Der hat gesagt, dass die Polizei noch Mitarbeiter sucht. Aber es ist doch eigentlich so geregelt, dass es. Also in Bayern, da gibt es ja so einen Schutzdienst, oder so ein quasi Sicherheitsfach. Die läuft aber nur mit einem Funkgerät rum und gibt das alles dann an die Polizei weiter. Mhm. Und sonst ist das ja die dreijährige Berufsausbildung oder das Studium. Mhm. Was da in Frage kommt. Ob man da vielleicht prüfen kann, weil der hat mich ganz am Anfang hiervon schon mal wollte, dass ich da mal mit Blaulicht einfach brennen würde und so. Also hat mich dazu quasi, wollte mich dazu anstiften, dass ich da einfach mit Blaulicht brenne. Ob man da vielleicht mal eine Stellenprüfung von Herrn Stromberger vom Gemeinderat aus machen kann. Das könnten wir in die Wege leiten, ja? Ja, dass vielleicht man da im Gemeinderat, deswegen habe ich hier jetzt als Ansprechpartner gesehen. Ja, müsste man halt eine Prüfung durch einen Prüfungsausschuss und dann gucken, ob das so ist, dass, wie Sie das meinen, dass er da gar nicht richtig qualifiziert ist. Das müsste man kontrollieren, da haben Sie recht. Und dann, Herr Varuna, ist noch eine andere Sache. Mhm. Ich habe zwar alles Mögliche, ich bin hier auch der LKW-Spezialist, aber ein Führerschein fehlt mir noch und da wollte ich mal fragen, wie das aussieht. Ob man bei Ihnen noch die Klasse T machen kann. Die D. P. P. Also Packerführerschein im Großen. Den wollte ich damals immer gemacht haben, habe ich aber nie gemacht und jetzt wollte ich den mal nachholen. Sie verwirren mich gerade. Klasse T ist ja der große Packerführerschein. Nee, eigentlich nicht. Doch, Klasse T schon. Ach, T. Okay. T wie ja, Theodor. Ja, da haben Sie recht. Ich habe gerade P verstanden. Den würde ich gerne mal machen, wenn das bei Ihnen funktionieren würde. Okay. Weil Sie ja die Fahrschule haben, haben Sie mir ja mal in einem Einzelgespräch gesagt. Genau. Ja, ich bin gerade dabei, die Fahrschule einzurichten, mehr oder weniger. Okay. Also ich habe mir jetzt gerade ein Grundstück gekauft. Okay, und das wäre wie? Das ist links bei W11. Okay. Da bin ich aber erst noch am Einrichten, da muss ich das Gelände noch vorbereiten. Heißt, ich muss noch einige Bäumchen fällen, dass ich hier eine kleine Teststrecke bauen kann. Ja, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Okay, jo, halt einfach durch und dann. Das mache ich dann. Dann wünsche ich Ihnen
Jetzt falls wir uns nicht mehr sehen, noch einen schönen Tag. Jo, Ihnen auch. Bis später mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Dann habe ich hier den ersten Kunden an Land gezogen. So, wo? Ich weiß gar nicht, ob das schon passt. Müsste auf alle Fälle passen. Sasa. X B. Okay, das geht theoretisch. Das ist schon mal gut. Och, zu dem Baum habe ich keinen Zugang oder was? Der gehört mir gar nicht. Der gehört mir. Och nee, jetzt habe ich hier so einen Widmenmacher liegen. Hoffentlich fällt er nicht auf mich drauf. So. Ja, mit 62 Euro komme ich halt nicht weit. So, schnell weg hier. Gut, hat geklappt. Ich kann auch keinen bezahlen. Also von dem her muss ich das eigentlich alles jetzt selber machen. Ich hasse die Motorsäge. Der Baum nicht gehört, wie kriege ich denn dann die anderen da drauf geladen? Ja, mal gucken, ob ich das mit dem Frontlader irgendwie hinbekomme. Gut. So, ich werde jetzt die Stämme einfach aufladen. Und dann unten drunter mit Hackschnitzeln oben drüber füllen. Dann habe ich am meisten davon. Jetzt muss ich 5-mal hin und her fahren.
gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Ne, natürlich nicht. Dann müssen wir doch so rummachen. Verlernt, kriege ich das nicht mehr hin. Hä, warum geht denn das nicht? Ist aber komisch. Jetzt ist es schon wieder rausgepackt. Ah, jetzt habe ich ihn.